Die Lady Theresa, die zweite, ja, und damit herzlich willkommen zu Rogue Legacy 2, Part, was ist ich, 72 oder sowas. Wir gucken nochmal ganz kurz hier im Seelenladen vorbei, wir müssen dringend noch gewisse Sachen freischalten. Zum einen müssen wir hier geschlossener Raum nochmal schaffen mit diesem Helden auch, das sollten wir, denke ich mal, irgendwie hinbekommen. Und dann vielleicht auch hier mal nochmal gucken, ob wir da vielleicht was machen können. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal einen Schritt nochmal nach vorne kommen. Auch mit den Skills, die ich hier habe. Zum Beispiel hiermit kann ich zum Beispiel auch diese Geschosse oder Zieltafeln, die wir da irgendwie wegmachen sollen, vielleicht da mit dem Bogenschützen treffen oder sowas, wenn das funktioniert. Keine Ahnung. Ach, das ist doch... Nee, komm, machen wir es mal so. Ich weiß es nicht, ob das jetzt sinnvoll war. Jo, holen wir uns hier mehr Schaden mit rein. Ja, wir brauchen mehr Entschlossenheit, wir brauchen mehr Crit, wir brauchen mehr Crit-Damage, wir brauchen mehr Vitalität, wir brauchen mehr Rüstungs-Auffang-Dingens da. Habe ich jetzt Crit genommen? Weiß ich schon gar nicht mehr, was habe ich denn gerade... Ah ne, Quatsch, das ist mit dem Schaden da, ne? Ja komm, dann skillen wir mal neu. Waffe baut Combo auf. Könnte eventuell interessant sein, hole ich mal rein. So, weil ich da jetzt ein bisschen rumballern werde gleich. Tanzstapel bei Sprungantritt. Ja, machen wir das hier. Ein bisschen mehr Damage, das war's. So, alles klärchen. So, und da können wir gleich mit dem Talent da ein bisschen loslegen. Ein bisschen rumfliegen, ein bisschen ballern. Eventuell kann ich mit diesem Talent auch das Efeu-Ding da am Anfang auslösen. Müssen wir gleich auch mal gucken, ob das so funktioniert, was ich mir so vorstelle. Dafür ist es natürlich ganz... Ah, gut, okay, jetzt geht das Ding in die Luft. Das war nicht so geil. Das war gar nicht geil. Hallo. Ah, genau, da konnte man so rumballern, ne? So ging das. Jetzt müsste ich gerade überlegen. Oh, das wird echt schwierig mit dem Char hier, ne? So, hier den da. Combo, bau eine Combo auf. Ja, genau, wir hauen einfach rein, Alter. Ist das schlecht? So, den da und dann können wir reinballern. Jo, das wird nichts, ne? Dann mal so. Ah, das könnte ich als Unterstützung einfach da stehen lassen. Genau, wenn ich es richtig stelle. Ja, war jetzt dämlich. Okay, das war generell schlecht gespielt und dämlich gespielt. Das kann man besser machen. Das mache ich gleich anders. So, dann können wir irgendwie noch Volltrefferschaden und sowas auslösen. Genau, jetzt macht er nochmal den da. Ach, jetzt dachte ich, ich könnte nochmal hier meinen Sprung machen und sowas. Nein, ach, come on. So, aber das kann man besser spielen. Mit dem Charakter bin ich jetzt nicht so geübt. Ich muss mir irgendwann mal einen Charakter zulegen, mit dem ich gerne spiele und so. Jetzt müsste ich eigentlich der Estuar doch nach rechts legen. Ich habe ja diesen Lich frei gespielt, sodass der Estuar immer da ist. Also man konnte doch da seine Lieblingsklasse irgendwie dazu auswählen. Keine Ahnung, irgend sowas war da noch. Also irgendwie super Volltreffer-Chance. Können wir mal machen, weil der hat ja irgendwie eine Volltreffer-Chance da irgendwie mit seiner Kanone. So. Angriffe fügen 2 Sekunden lang Mana-Raub hinzu. Ups, oh, ja, egal. Komm, können wir machen. Ich wollte eigentlich weiterlaufen. Egal, wir kriegen das jetzt irgendwie hin. Ah, und jetzt kriegen wir hier sogar noch mehr. Kannst du fliegen? Nee. Wir machen eine Mana-Raub. Komm, volle Kanone auf Mana-Raub. Warum auch immer, keine Ahnung. Machen wir jetzt so. So, und dann stelle ich gleich hier mein Dings da ab und gehe runter, genau. Und lass das Ding da einfach mal ein bisschen losknallen. Genau. Und schieße in der Zeit da selbst rein. Oh, das sieht doch schon besser aus. Jetzt machen wir hier eine Mana-Klau, yay. Mana-Klau-mäßig sind wir volle Kanone unterwegs. Ich weiß, ich muss eigentlich schießen und so. Egal, machen wir jetzt mal so. Nee, komm, das darf ich nicht verkacken. Mana-Klau. Nee, oh nee, come on, ey. Junge. Was ist denn mit meinem Talent? Ah, jetzt ist es wieder am Start. Komm, mach keinen Shit, ey. Mach keinen Shit. Ey, och, das... Ey, bin ich scheiße, Mann. Bei so einem Start, wie kann man das noch so verkacken? Gut, Mana-Klau ist, glaube ich, kacke. Also mit dem Char. Ey, come on, ey, das... Oh. So, irgendwie mehr Schaden. EV-Plattform, ja, bla, nee. EV-Plattform, bla. Tödlicher Treffer zu entgehen. Gift. Gift ist gut. So, glaube ich. Können wir vielleicht noch brennen bekommen? Ah, das ist auch schön. Das holen wir mit. Wunderbar. Komm, jetzt schaffe ich's, ey. Die Stromkrone, da war sie wieder. Irgendwie mehr Schaden. Nee, komm, würfeln wir mal aus. Was ist das da nochmal?
Das ist auch gut. So, jetzt läuft's. Jetzt läuft der Laden, warum auch immer. Jetzt läuft er. So, dann stellen wir das Ding da ab, gehen runter, gehen schon mal in die Richtung und machen den da. Und treffen gar nichts. Super! So, hier, Rüstungsbruch, hallo! Stromkrone, was ist dann? Oh, das ist so mies, ey. Das finde ich so mies an dem Kampf. So, hier, die Krone nochmal. Vergiftet, jawohl. Und jetzt mach was, Krone. Du musst es regeln. Du bist der wahre Held. Ey, das ist nicht wahr, was ich da für ein Shit zusammenspiele, ey. Hä, warum? Warum ist jetzt mein Talent? Hä? Ist das eine Zeit, wo das abläuft, oder was? Ich habe doch schon super viel Damage gemacht. Ja, jetzt ist es aktiv. Ja, es wird schon wieder nichts. Traumhaft. Es wird was. Jawohl, voll Damage. Einfach voll reingehalten. War mir gerade scheißegal. Oh, ist das nervig. Okay. Ist nicht mein Char. Das wird ein lustiger Durchlauf. Oh, wow, wow. Holy moly. So. Auf jeden Fall mal ein paar Punkte gemacht. Alles klar. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier... was haben wir hier noch? Mal, das haben wir gemacht. Achso, das geht nicht. Das haben wir schon... abgeschlossen? Nee. Was ist denn das? Ah, doch. Herausforderung abgeschlossen? Ja, nee, abgeschlossen. Alles klar. Warum wird das nur so angezeigt? Komisch. Jo. 300 Seelen erhalten. Ich gehe mal kurz trotzdem ran. Das war ja einfach nur das mit den Gegnern da, ne? Interessiert mich jetzt gerade mal. Habe ich das mit dem Char schon gemacht? Wir machen einfach mal alle so gerade, ganz kurz. Jo, wir bauen die Combo mal wieder auf, warum auch immer. Ja, mit dem muss man eigentlich langsam hier und dann so schießen und so ein Quatsch, ne? Naja. So, was haben wir hier noch? Füge Gegner mit einem Statuseffekt irgendwie mehr Schaden zu. Gut. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man da Brennen und so drauf hat. Ja, komm, dann machen wir das hier. Der Mana-Raub noch. Auf geht's. Sollte ja so oder so eigentlich kein Problem sein, ne? Immer die Blickrichtung ist halt völlig nervig, dass man immer in die richtige Blickrichtung da stehen muss. Ah, stimmt, hier darf ich eigentlich fast keinen Schaden bekommen, ne, bei den Gegnern hier. So war das doch, dass man hier die volle Punkt- oder gute Punktzahl und so erreicht. Genau, ich muss einfach nur Hits machen, aber ich habe doch eben Hits gemacht und irgendwie wurde es eben bei dem Boss, wurde mir die Leiste da nicht aufgefüllt für mein Talent. Ganz merkwürdig irgendwie. Jawohl, schieß alles zu Brei. So, das da, da können wir noch den da raushauen und können sterben. Ja, ein paar Punkte mache ich ja, was soll's. Auch wenn es, glaube ich, gar nichts bringt. Was kriegen wir da, 14.000 Punkte oder sowas, schätze ich mal, 20, keine Ahnung. Haben schon viele Treffer eingesteckt, aber mit dem Pirat hier habe ich das eventuell noch nicht gemacht. 19.000, alles klar. Ein leichter Anfang. Jetzt haben wir da eine andere Gesamtpunktzahl oder so, ne? Jo. Gut. So, dann hier. Schwere Waffen. Nur Barbaren. Ja, in dem Timer. Was muss ich... Also. Ach, das war der Müll, ja. Oh Gott. Ah, okay. Okay, okay, okay. Da muss man halt wirklich wissen, was man macht, ne? Oh Gott. Ja, oder man hat einen guten Spell. Achso, aber das hat er, glaube ich, komplett... Hat er das gerade negiert, oder? Mein Spell. Oh! Was habe ich noch? Was muss ich machen? Auf der anderen Seite, traumhaft. Und was für eine Zeit muss ich erreichen? Keine Ahnung. Oh, ist das so nervig. Yeah, bin ich gut. So, hier müssen wir eigentlich den Sprung da so machen. Oder vielleicht einen Doppelsprung dann nochmal oder so. 39 Sekunden, das war jetzt nicht so geil. Was muss ich haben? 23 oder sowas. Boah, ey, die Dinger sind echt gar nicht mal so leicht. Gesamtpunktzahl 40.000. Bringt mir halt gar nichts, ne? Die Punktzahl, da brauche ich 23 Sekunden. Ach du Scheiße. Um dann nochmal 100... Seelenpunkte da freizuschalten. Das ist halt echt schwierig. Und dann hier mit dem Waldläufer gucken wir mal ganz kurz da rein.
Habe ich nur... habe ich gar nicht. Ja, habe ich irgendwelche Skills dann halt. Nur traumhaft. Also den ganz normalen Scheißkrempel. Die Efeu-Plattform, sonst halt gar nichts, ne? Boah, das ist sowas von mies, ne? Wie soll das gehen, ey? Frag ich mich wirklich, ne? Also klar, ja, das kann man üben oder so, aber was geht denn ab? Das ist ja wohl echt super bekloppt. Und da hat man ja kaum Zeit, das irgendwie zu schaffen. Das ist halt... Ich glaube, ich bleibe bei den Bossen und so. Das hier war so mies. Ah, da brauche ich wahrscheinlich die Efeu-Plattform. Oder muss in einem richtigen Bogen hochschießen und so. Oh Gott. Ja, so funktioniert schon mal nicht. So in der Art. So in der Art, so in der Art. Ja gut, okay, ich stelle mich gerade dämlich an. Was ist dann jetzt? Schaffe ich das noch, den zu treffen heute? Und da habe ich dann drei... Wie viele Sekunden? Gar keine Sekunden, ne? So irgendwas war das. So gefühlt gar keine. Ja, warum hat das jetzt... Warum gab es jetzt da eine Explosion? Hä, warum gab es da jetzt eine Explosion? Ach so, wenn ich... Ah, wenn ich das richtig auflade, ne? Ah, okay. Das war noch das Ding. Ja, und da kann man sich wahrscheinlich Zeit sparen. Jo, alles klar. Ist ja ganz easy, ne? Ist ja mal ganz easy. 1 Minute 16, easy! Knappe Sache, ja, würde ich auch sagen. Alter. Jo, üben, auswendig lernen. Boah, schwierig, ne? 35 Sekunden, Alter, Leute, was ist denn los, ey? Spinnen die, oder was? Okay, das wird so nix. Boah, das ist, schwierig. Okay, weiter geht die Party. Da lacht er schon, der Charon. Wow, ich lach da auch. Das da wird gar nichts. Oh Mann, ey, bin ich genervt. Ah, das wollte man noch gucken. Hier, komm, dann lass mich wenigstens... Das funktioniert, juhu! Lamnes-Schützling ist gefährlich. Er wird schon bald mein Meister sein, bla, irgendwas. Sehr schön, zwei Meister. Wenigstens das haben wir entdeckt. Eine neue Narbe. Sehr, sehr nice. Das könnte eventuell vielleicht irgendwie hilfreich sein. So, gehen wir direkt dort runter, versuchen uns dort durchzukämpfen und vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück. Also generell mit der neuen Narbe und dass wir dort hochfliegen konnten, das war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll. Haben wir auf jeden Fall schon mal was Sinnvolles entdeckt. So, wir ganz hier links ist, geht's schon weiter. Wir brauchen nochmal diesen weißen Schlüssel oder was das war, ne? Und hier haben wir wieder diesen Lagerraum oder was? Und direkt hier nebendran ist auch wieder was. Also das ist hier der Lagerraum, ne? Jo, keine Ahnung, was man da machen musste. Da ist ja nichts passiert, ne? 35 Tage nach der Rebellion. Okay, da gibt es immer wieder einen neuen Eintrag hier. Ich bin neu, bin heute auf einige scheinbar harmlose Aufzeichnungen gestoßen, die unser geschätzter Estuar Tubal zurückgelassen hat. Es sind Notizen zum Wachstum von Pilzen in den Höhlen sowie Details zu ihren Eigenschaften. Ich kenne meinen Bruder seit über 1000 Jahren und er hat noch nie Interesse an lebendigen Dingen gezeigt. Nicht an Menschen, nicht an Tieren und besonders nicht an Pflanzen. Unser Bruder hat Geheimnisse vor uns und ich gedenke, sie zu lüften. Estuar Henoch sollte bald eintreffen, um zu helfen und ich ich halte es für das Beste, dieses Wissen vorerst für mich zu behalten. Traumhaft. Ich denke mal... Ist es da mühsam. Es wird hier wahrscheinlich immer noch nichts sein. Wahrscheinlich muss ich hier öfter rein, das alles lösen oder immer wieder die Gespräche da triggern und dann steht hier vielleicht was anderes oder sowas. Keine Ahnung, oder da kann ich hier vielleicht noch was finden, irgendeine Tür öffnen oder sonst irgendwas. Scheint jetzt nicht zu gehen. Ja, mit dem Pirat, da fällt mir gerade was ein. Vielleicht kann ich auch mit dem Pirat, wenn ich da so fliege an anderer Stelle, wo ich auch da hoch hinaus sollte und so, also gewisse andere Höhenrätsel da lösen. Nur mal so als Idee. Ein Wandwurm. Ah, da oben ist er. Jo, alles klar. So. Könnte auch sein, dass ich vielleicht ein, zwei Runs, weiß ich nicht, vielleicht nochmal off-Kamera machen. Hier brauchen wir was? Der weiße Schlüssel, ne? Perlenschlüssel, alles klaro. Den bräuchten wir jetzt hier. Und dann könnten wir das Ding hier angehen. Gib mir den Schlüssel!
Gut, alles klar. Wir haben da ein bisschen rumgeballert. Gib mir einen Schlüssel. Was? Noch nicht bereit? Immer noch nicht? Mein Aufnahmegerät hat gerade dumm gemacht. Warum auch immer. Baller raus. Yeah. Das kann man doch bestimmt auch noch hochleveln, dass das stärker wird oder sowas. Genau, da kann man das noch so rausschießen, das Ding. Ja, ist schon nicht schlecht. Den muss man so ein bisschen auf Special spielen, so auf die Tour. Gut, da müssen wir also generell nochmal da nach links später. Gehen wir nach rechts und hoffen, dass wir dort den weißen Schlüssel da finden. So, 7 Angriffe angeben. Okay, ich darf nicht in den weißen Schweif, weil weißer Schweif ist tödlich. Wer kennt's nicht? So, 5 Angriffe passt schon. Ja, vielleicht habe ich das auch immer ein bisschen unterschätzt. Aber Sprungangriffe zählen nicht runter, glaube ich. Dass ich mein Special da wieder zünden kann. Jojo, alles klar, Leute. Wissen wir Bescheid. Ja, alles klar, da haben wir... Oh Gott. Die Dinger sind das, die da immer was auf den Boden legen. Komm, gib mal her. Gut, ich bin gleich down, ne? Super schön. Mein Schiffchen da hingelegt. Was mache ich denn da, Mann? Die Dinger sind so mies. Okay, das wird mein Tod. Das wird definitiv mein Tod. Gib mir schöne Dinge. Haha. Och, hab ich die platt gemacht? Krass. So, ist hier... Das war die Stelle mit dem schwarzen Schlüssel, ne? Sind die Rätsel da immer klein? Was war das hier nochmal? Schwert der Arte. Also gut, okay, wir machen da mehr Damage. Jo, das war der schwarze Schlüssel hier. Also die Regionen scheinen immer gleich zu sein. Je nach Ding, was man da haben möchte. Hallo. Es ist so schlecht. Mach ihn fertig, Schiff. Schiff, mach ihn fertig. Jawohl, Schiff. Super Schiff. Und was Neues. Klabauterwaffe. Ein jahrhundertelang in der Stygischen See gedrängt, erfüllt mit der... Was? Ein Jahrhundert lang in der Stygischen See gedrängt, erfüllt mit der Macht des Wandels. Alles klärchen, wissen wir Bescheid. Ne, sehr gut. Und das Ding jetzt mal plus 1 finden oder so. So irgendein Endgame-Ding mal plus 1 finden, das wäre doch mal was. Oh, gut, das ist mein Ende. Na, vielleicht haben wir Glück. Komm, auf geht's. Leute, mach was. Stirb. Was mache ich denn da? Was war denn das? Was mache ich? Ich drücke irgendwelche Sachen. Ach, come on. Monty, du solltest solche Dinge dann auch mal schaffen. Ja, hier, das wäre natürlich jetzt auch absolut sinnvoll. Die ganzen Herausforderungskrempel... Also gerade mit den Bossen, mit den Doppelbossen, Solo-Bossen und so. Wenn ich das jetzt alles mal auf dem Niveau hätte, dass ich es schaffe. Oh Gott, ist das schlecht. Was jetzt? Da wird geblinkt. Vom Lehrling getötet. Traumhaft. Rüstung plus 1%. Jo, ist auch in Ordnung. Ja, bin ich dabei. Die alle Karten, alle Truhen auf der Karte, minus 10%, Schockwelle, eine Valkyre, Volltrefferchance ist mit dabei. Ja, ich glaube, das machen wir mal, weil mit ihr kann ich jetzt auch den Boss da angehen und eventuell die andere neue Herausforderung. So, hier, Entschlossenheit, was haben wir da? 3000 Gold, nee, komm, ist gut. So, auf geht's, neue Waffe. Klabauter-Waffe-Dingens. Die macht... deutlich mehr. Oh, nee, Moment mal. Was haben wir denn da noch Schönes? Warum Ammonit? Also, wegen der Rüstung. Wir könnten aber die Stärke deutlichst pushen, ne? Leute, muss ich auch machen, ne? Ich glaube, die Rüstung ist gar nicht so entscheidend im Moment noch. Ja, muss ich eigentlich bringen, ne? Gewicht sind wir dann, ist absolut noch drin. Kosten ist auch drin, ne? Kaufen wir dann mal. So, die Klabauter-Rüstung. Da haben wir hier Mondsichelkram. Die 30 Rüstungen sind ja immer noch aktiv, wenn ich das richtig sehe, ne? Ist ja so. Achso, und da oben habe ich die nur getragen. Da bleibt die 30 Rüstung einfach nur aktiv. Ab 20...
Achso, ne, genau. Orb 20 und ich kann 20 plus 5. Ne, da ist noch aktiv. Alles klar. Gut, wir machen jetzt einfach mehr Damage. Wunderschön. Sehe ich das jetzt hier in den Werten? Stärke 79. Das sieht schon mal gut aus. So, und ansonsten können wir jetzt den Boss da wieder machen. Zwei Meister. Besiege die Zwillingsmeshs. Ja gut, das wird nichts. Probieren wir es mal. Also jetzt haben wir die ganzen Zwillingsbosse da freigeschaltet, oder was? Was geht hier ab? Vielleicht sind die ein bisschen leichter. Vielleicht kann man das machen. Jo, komm, machen wir einfach mal. In der Hoffnung, dass das jetzt gleich noch irgendwas bringt. 200, ja genau, 230 Entschlossenheit, Skills, Stimmen. Stromkrone ist dabei. Da bin ich ja immer am Start. Die finde ich immer ganz geil. So. Und Gift haben wir noch. Oder Schaden, wenn ich am Boden... Ne, machen wir Gift. So. Ist auch nicht schlecht. Da können wir ein bisschen reinbrezeln. So, und wo muss ich hin? Da in die Mitte, oder was? Oh. Oder runter, alles klar. Okay. Okay, der hat schon mal ein bisschen Leben, der Kollege da. Wo Zwilling? Ich sehe keinen Zwilling. Ist bitter. Ah, da sehe ich einen Zwilling. Okay. Aha, geblockt. Ich habe meinen Skill mal sinnvoll eingesetzt. Ich kann es gar nicht fassen. Ah, die schaffen wir, wenn ich es mal ein bisschen höher zocken kann, ne? Dann schaffen wir die, glaube ich. Okay, oder auch nicht. Muss man schon ordentlich Damage machen. Das wird so nix. Boah, ey, das ist ja echt hammerhart. Gut, da brauche ich es gar nicht ernsthaft durchzuziehen. Ist das viel zu hart. Ja, der eine ist ein bisschen angeschlagen, ist jetzt super sauer und macht mich dann richtig kaputt. Traumhaft. Ja, da stimmt noch gar nichts. Da brauchen wir mehr Schaden und diesen ganzen Special-Kram da. Dann hilft das nochmal mehr. Ansonsten, dann traue ich mir das schon zu, wenn wir das auf 2 oder 3 haben, ne? Da geht da schon was. Okay, alles klärchen. So, beenden. Müssen wir halt nochmal verstärken. Knappe Sache. Also, Zielscheibe können wir vergessen. Der geschlossene Raum war das. Und dort kommen wir dann immer noch nicht dorthin, wo ich hin will. Aber ja, was soll's. Sollten wir jetzt auch schaffen mit entsprechenden Skills. Erhalte 100 Mana, wenn du getroffen wirst. Nee, brauche ich glaube ich nicht. Dann das hier, Zauber und Talente, werden Sternenbolzen eingesetzt. Dann machen wir das halt. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ist schon zu lange her, ob das irgendwie geil war. Hier kriegen wir Mana zurück. Ja, dann machen wir das. Komm, was soll's. Machen wir ein bisschen einen hier auf Mana-Raub und ballern unsere Skills rum. Nix Geileres. Das gibt's doch nicht. Jo, brennen. Brennen ist gut. Wunderschön. Gut, alles klar. Jetzt wird gebrannt, jetzt wird geballert, jetzt wird gestorben. Da kommt er doch immer, oder? Brenn, 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 brenn. Vereist und was weiß ich und alles. Jawohl, da geht's ab. Einfach volle Kanone drauf. Okay, der... Ist das ein Mistsack, ey? Nein, 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 nein. Oh Gott, das ist echt so nervig. Jo, alles klaro. Aha, stirb. Geht doch. Jo. Und da gibt es bald wieder 300 Seelenpunkte. Ich bin schwerst begeistert. Der Valkyr. Traumhaft. Absolut. Was brauchen wir hier noch? Nicht mehr so viel, ne? Geschlossener Raum. Jo, noch 4000 Punkte. Und dann würden wir wieder 300 Seelenpunkte freischalten. Ja, und dann könnte ich vielleicht echt mal gucken, dass ich den Lichter irgendwie auf die Seite lege mit meinem Lieblingsheld. Irgendwie, da könnte man doch sowas machen hier. Hier Klassenplatz reservieren. Ja, und da könnte ich zumindest mal den Lichtern spielen. Was kostet das? Du hattest immer einen Favoriten auch unter den Zaubern. Also mit den kann man bestimmter Zauber auswählen. Ja, auch solche Dinge. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Kosten 200. Ja gut, alles klar. Sowas in der Richtung können wir dann machen. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge an der Stelle weiter. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.